wenn er den Hirsch ruft, meint man, es ist der Hirsch selber. Er ist, er ist der amtierende Weltmeister. Ist er Weltmeister oder Deutscher Meister? Also jedenfalls Deutscher Meister, so ist es richtig. Er war mal bei den Europameisterschaften, ist aber nur 27. geworden. Waren noch 26 Hirsche, die waren besser als er. Aber jetzt ist er Deutscher Meister im Hirschrufen. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Immo Ortlieb. Der Hirsch hat eben gerade gesagt, er steht beim Rudel, also bei seinen Damen. Ja. Er ist der Chef im Ring und alle haben ihm zu gehorchen. Okay, was kann der Hirsch noch sagen? Der Hirsch kann zum Beispiel sagen, ich bin der Sieger. Bitte? So, und was kann er noch sagen? Er könnte sagen, ich habe am Ende der Brunft die Schnauze voll, ich bin völlig fertig abgekommen, habe 4 Wochen lang mich um die Damen gekümmert und jetzt sitze ich ganz müde im Bett. Habe mir das Hirn aus dem Schädel gefickt, sozusagen. Vorher. Ja. Vorher. Dann klingt das wie? Tolle ist, sie machen nicht nur den Sound sehr originalgetreu, sondern auch noch den Gesichtsausdruck. Ja, das gehört ja dazu. Hirsche können nicht nur hören, die können auch sehen. Ja. Sie sind Jäger eigentlich, ne? Natürlich. Daher wissen Sie, wie der Hirsch macht. Logisch. Ich habe auch mal ein bisschen geübt hier. Ich habe so ein Abflussrohr. Ja. Absolute Spitze. Aber ich habe was Musikalisches eingeübt. Ja? Wolfgang, vielleicht kannst du einfach mitmachen. Kennen Sie Mr. Hirschow Beat? Ja, wir versuchen es. Mr. Hirschow Beat. Vielen Dank! Immer Ordnung, meine Damen und Herren!